Jürgen Trittin ist heute unser Gast, genauso wie Michael Spreng, Max Rabe und dazwischen eine höchst spannende Frau, nämlich Sarah Wiener. Sie alle sind jetzt bei uns zu Gast. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da sind. Schönen guten Abend. Ja, es gibt nicht viele Spitzenpolitiker, die in ihrer Karriere so dermaßen viel Wut auf sich gezogen haben wie er. In der CSU nannten sie ihn wahlweise Öko-Stalinist oder gleich Kotzbrocken. Er legte sich mit der Atom- und mit der Autolobby an, sehr mutig. Er ermordete die Blechdose, trat auf Parteitagen sogar als DJ Dosenpfand auf und war der Buhmann der Nation. Doch plötzlich holten die Grünen unter seiner Führung Traumergebnisse. Kurz vor der Wahl wurde er sogar als kommender Vizekanzler gehandelt. Und Katrin Göring-Eckardt schwärmte, nach außen hin ist er zwar Darth Vader, aber innen drin ist er Mutter Teresa. Nach der Wahl allerdings wurde er brutal vom Hof gejagt. Und die Frage ist, wie sehr tut das weh? Herzlich willkommen, Jürgen Trittin. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, ein Mann, dem es zwar Respekt abnötigt, wie die grüne Parteispitze Konsequenzen aus der Wahlschlappe gezogen hat, aber cleverer hat es in seinen Augen die SPD gemacht, Zitat, statt die Schuldigen für den miserablen Wahlkampf zur Verantwortung zu ziehen, machen sie sie jetzt einfach zu Ministern, sagt er. Und er warnt, wenn die SPD ihren Mitgliedern nicht sagt, wer diese neuen Minister sein werden, dann könnte es bei der Mitgliederentscheidung ein böses Erwachen geben. Herzlich willkommen, Michael Spreng. Freue mich sehr, dass Sie bei uns sind. Ja, apropos Mitgliederentscheid und apropos Basis. Es ist vermutlich nicht Ihr Name, der denen da oben als erstes in den Sinn kommt, wenn Sie wissen wollen, wie es denen da unten so geht. Zu groß war der Erfolg der letzten Jahre, doch in dieser rosaroten Bierwolke schwebte sie nicht immer. Schule abgebrochen, aus dem Internat abgehauen, im Supermarkt geklaut, als Schäferin in Frankreich gearbeitet, zurück in Berlin, alleinerziehende Mutter, Sozialhilfe. Damals war ich genau das, wofür ich andere immer verachtet habe, nichts auf die Reihe gekriegt und abhängig vom Staat. Ganz starker Satz. Herzlich willkommen, Sarah Wiener. Schön, dass du bei uns bist. Ich freue mich sehr. Ja, und Sarah Wiener war gerade für die Kollegen von Arte in Japan unterwegs, unter anderem auf Wildschweinjagd irgendwo in den japanischen Bergen. Und es könnte gut sein, dass sie nebenbei mitbekommen hat, dass er in Japan ein Megastar ist, der zwar die Sprache nicht spricht, aber trotzdem auf Japanisch singt und der Essen bestellt, von dem er meistens erst hinterher wissen will, was es eigentlich war. Jetzt hat er mit Annette Humpe ein tolles Album gemacht, auch darauf zu hören, der Hit zur neuen Koalition von Angela Merkel mit dem schönen Titel Für Frauen ist es kein Problem. Herzlich willkommen also dem Mann, der niemals Jogginghose trägt, sondern, ich zitiere, höchstens mal eine Hose, die ihre Bügelfalte längst eingebüßt hat. Herzlich willkommen, Max Rabe. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, schönen Abend in die Runde. Kleine Runde, aber ganz hochkarätige Runde. Herr Trittin, Koalitionsverhandlungen, der große Vertrag. Seit gestern ist er da. Wie verfolgen Sie das? Wie schauen Sie da drauf, auf das große Werk? Naja, das ist erwartbar. Alle drei mussten irgendetwas bekommen. Mhm. Die CDU die sogenannte Mütterrente, die SPD eine abgemilderte Form des Mindestlohnes. Ja. Einen kleinen Schritt hin zur doppelten Staatsbürgerschaft, aber 70% bleiben außen vor. Und die CSU natürlich die Pkw-Maut. Insofern hat mich das alles nicht überrascht, was da drin ist. Aber wenn das alles so klar ist und so einfach ist, wieso hat es dann so lange gedauert? Das hat damit zu tun, dass natürlich beide Parteien, die SPD hat da größere Schwierigkeiten als die Union, ihre Anhänger damit versöhnen müssen, dass sie jetzt mit Menschen koalieren, die am Ende im Wahlkampf ja bekämpft worden sind. Und das waren nicht besonders gut zusammenpassende Programmatiken. Sie müssen beide auf bestimmte Dinge verzichten. Sie müssen Wahlversprechen kassieren. Die SPD
steht nicht mehr zur Bürgerversicherung. Frau Merkels Wort, es wird mit mir keine Pkw-Maut geben, setze ich nicht um. Und sie hat vergessen, was dazu zu sagen, ne? Ja, das ist, also, es geht jetzt nicht um kleine Details, aber das ist der Grund. Und dafür braucht man Zeit. Und dann geht man jetzt in einen Mitgliederentscheid, der für die SPD nicht einfach wird, aber von dem ich glaube, nein, ich bin überzeugt, dass am Ende eine Mehrheit finden wird. Keine berauschende, aber eine stabile. Also Sie sind jetzt eher so in der Position, dass Sie sagen, okay, Gott sei Dank haben die es jetzt durch und jetzt lass die mal machen? Oder haben Sie doch noch die leise Hoffnung, dass Sie noch mal durch die Hintertür ins Spiel kommen? Ich glaube nicht, dass wir durch die Hintertür ins Spiel kommen, weil die Widersprüche zwischen Union und den Grünen waren in den Sondierungen so überdeutlich. Und das findet sich ein Stück ja auch in diesem Koalitionsvertrag wieder. Wenn Sie mal schauen, das Kapitel zur Energiepolitik. In diesem Kapitel ist im Grunde genommen eine Bestandsgarantie festgelegt für den Weiterbetrieb und auch den Neubau von Kohlekraftwerken. Mhm. Das ist mit Grünen nicht zu machen. Und wenn Sie sich anschauen, ist dann fast ein Paradox. SPD und CDU/CSU haben jetzt beschlossen, alles über uns wissen zu wollen. Jede Mail, jeden Tweet, all die Verbindungsdaten sollen für bis zu 2 Jahren gespeichert werden. Das nennt man Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Aber Sie gehen in einen Mitgliederentscheid, wo Sie den Mitgliedern nicht alles verraten. Nämlich nicht verraten, wer für Sie dann in dieser Regierung die Verantwortung für welche Politikbereiche überträgt. Das ist schon ein eigentümliches Unterfangen, wenn ich das so sagen kann. Das heißt, Sie sind froh, dass Sie den ganzen Müll von der Hacke haben, ja? Nein, wir hätten uns gewünscht, dass wir mit unseren politischen Programmatiken hätten uns durchsetzen können. Das ist nicht gelungen in den Sondierungen. Dann nehmen wir die Aufgabe der Opposition an. Opposition gehört zur Demokratie, aber ist natürlich nicht der Wunschzustand. Der Wunschzustand ist, ein Land zu gestalten. Das ist uns aufgrund des Wahlergebnisses und aufgrund der Sondierung nicht gelungen. Er ist immer noch in der Phase der Selbstkasteiung. Wir werden gleich darüber reden, ob es da nicht vielleicht doch einen anderen Weg noch gegeben hätte. Wie ist denn das für Sie, Herr Spreng, wenn Sie als Politikbeobachter da drauf schauen und sehen, die feiern sich jetzt alle. Also jeder sagt, guck mal, haben wir doch super gemacht. Man hat das Gefühl, wie nach diesen Wahlen, jeder hat die Wahl gewonnen, obwohl nachweislich immer nur einer die Wahl gewinnen kann. Ja gut, das ist ja immer so. Egal, welche Koalition gebildet wird, natürlich feiern sich beide Seiten, wenn sie das hinter sich haben. Sie wollen vor ihren eigenen Mitgliedern gut dastehen und sie wollen ja nicht Gegensätze betonen, wenn sie sich gerade geeinigt haben. Also, dass sie sich feiern, sagen wir mal so, das ist nicht wichtig, aber das ist normal, dass sie es tun. Aber wenn wir jetzt mal so eine Bilanz ziehen, wer hat denn eher gewonnen und wer hat eher verloren? Ja, ich glaube schon, dass sagen wir ein bisschen verloren. Ja, ich glaube schon, dass die SPD ein paar stärkere Punkte gemacht hat in diesen Koalitionsverhandlungen. Das hing auch damit zusammen, die CDU war ja die Nein-Partei, die wusste in erster Linie, was sie nicht wollte. Und die SPD war die Ja-Partei, die wusste eigentlich schon, was sie wollte. Und die CDU hat Steuererhöhungen verhindert, sie hat verhindert, dass neue Schulden aufgenommen werden, sie hat verhindert, dass das Betreuungsgeld gekappt, wieder abgeschafft wird. Aber sie hat außer der Mütterrente nichts Eigenes eingebracht. Während die SPD hat immerhin den Mindestlohn, auch wenn in etwas moderater, wie ich finde, vernünftiger Form. Sie hat einen Fortschritt bei der doppelten Staatsbürgerschaft. Sie hat bei Investitionen für Bildung einiges erreicht. Also die SPD hat schon, glaube ich, ein paar Punkte gemacht, die öffentlichkeitswirksamer sind als das, was die CDU erreicht. Aber das ist jetzt, finde ich, für einen so alten und erfahrenen Politikberater eine sehr positive Beschreibung. Das finde ich auch. Meine Erfahrung ist, ich kenne das ja eher aus der Rolle, dass wir der kleinere Koalitionspartner sind. Und wenn ein Koalitionsvertrag abgeschlossen wird, dann klopfen sich immer alle auf die Schultern, wir waren gut. Und die geneigten Beobachter beschreiben dann immer, eigentlich hätte sich der Kleinere viel stärker durchgesetzt als der Größere. Es geht dann bis hin zu dem Satz, wedelt jetzt der Schwanz mit dem Hund. Und nach einem halben Jahr heißt es, die haben ja alles verkauft, was da ist. Und ich glaube, das ist in dieser Koalition haargenau so. Das heißt, der Anschein, den die SPD zurzeit erweckt, in bestimmten Bereichen was durchgesetzt zu haben, hat sie auch, will ich gar nicht in Abrede stellen, täuscht über eins hinweg. Die CDU hat die eigentliche Machtposition. Das ist die Machtposition der Kanzlerin. Und die war es gar nicht darauf angewiesen, irgendwelche Sätze im Koalitionsvertrag durchzusetzen. Die wird das in der Regierungspraxis machen. Ja gut, die CDU sitzt auf der Kasse, ja. Wird sie auch künftig sitzen, mit dem wahrscheinlich auch zukünftigen Finanzminister Schäuble. Aber genau da fangen die Probleme an. Ich meine, der zentrale Vorwurf, der diesem Koalitionsvertrag ja gemacht werden muss, sind die Fragen der Finanzierung. Zum Beispiel alle Verbesserungen bei den Renten, sei es Mütterrente,
sei es Erwerbsminderungsrente, sei es Rente mit 63 schon ohne Abschläge, sind ja alles Verbesserungen, die nur aus der Rentenkasse bezahlt werden. Und eine Kasse, die ja eigentlich saniert werden sollte, auch mit der Rente mit 67, damit sie langfristig tragfähig ist. Das heißt, hier wird schon die Rentenkasse ausgeplündert. Ist das Steuererhöhung durch die Hintertür? Ja, es ist, der Beitragszahler muss es zahlen. Ich rechne damit, dass es demnächst, also im Laufe der Legislaturperiode, zu Beitragserhöhung bei der Rentenversicherung kommt. Es ist ja auch die versprochene Senkung, gesetzlich versprochene Senkung der Beiträge, wird ja nicht stattfinden. Dann werden wir erleben, dass die Krankenkassenbeiträge möglicherweise stärker steigen als bisher, zulasten nur der Versicherten. Bisher gab es ja diese Kopfpauschale von 8 Euro. Künftig können die Krankenkassen das prozentual erhöhen. Und das kann natürlich in Einzelfällen viel mehr sein als diese 8 Euro. Aber die Kassen sind doch voll. Die können doch vor lauter Kraft kaum noch laufen. Ja, das ist ja auch immer schnell wieder weg. Ja, denn das Gesundheitswesen wird immer teurer. Insofern sind die auch schnell wieder leer. Und auch die Rentenkasse geht es ja im Augenblick um 1,75 Monatsreserven, ja, die Rentenkasse hat. Da kann man nicht 20 Milliarden einfach mal rausnehmen, ohne dass das irgendwelche Folgen hat. 23 Milliarden sind das insgesamt. Und man setzt darauf, dass sozusagen alles nur über eine gute Konjunktur reinkommt. Ja, das ist Hoffnungsfinanzierung. Das heißt, die Koalitionspartner hoffen, dass die Konjunktur die nächsten 4 Jahre so brummt wie bisher. Dann wäre das zu schaffen, sagen sie. Wobei sie noch vor wenigen Wochen gesagt haben, es wären nur 15 Milliarden zu schaffen. Das werden wir sehen. Also das heißt, diese Finanzierung ist eine wackelige Angelegenheit und ist nicht überzeugend. Das ist die eigentliche Schwäche dieses Koalitionsvertrags. Das heißt, Herr Trittin, das läuft nach einem zutiefst christlichen Prinzip: Glaube, Hoffnung, Liebe. Nein, man spekuliert darauf, um das Wahlversprechen einzuhalten, keine weiteren Steuererhöhungen oder Ähnliches auf den Weg zu bringen, finanziert man aus den jetzigen Überschüssen in der Rentenkasse künftige Lasten. Das ist aber nur so, solange Sie eine geringe Arbeitslosigkeit haben, solange Sie eine gute Konjunktur haben, solange Sie übrigens niedrige Zinsen haben, allein 1 Prozentpunkt höhere Zinsen kostet gleich 6 Milliarden Euro, ist weg. Deutsche Staat dann mehr bezahlen müsste. Die wir dann mehr bezahlen Bundesanleihen müssen. Und insofern ist das tatsächlich eine Finanzierung, die ist auf das Prinzip Hoffnung gebaut. Das ist keine solide Finanzierung. Insofern ist das schon ein Geschäft sozusagen zulasten künftiger Generationen. Gehen Sie davon aus, dass Sie der lachende Dritte sind, der sich irgendwann mal so in 2 Jahren hinsetzt und sagt, ich habe es euch doch gesagt, die machen Steuererhöhungen? Ob eine große Koalition direkt zu Steuererhöhungen greifen kann, nach den Ansagen, die sie vorher gemacht hat, ist eine Frage des politischen Preises. Meine Vermutung ist eher, und das ist ja für die Menschen egal, ob mein Netto sich reduziert über eine höhere Steuer oder über höhere Krankenkassen oder Rentenbeiträge oder eine höhere Arbeitslosenversicherung. Ich glaube, dass die Beitragserhöhungen eher kommen, bevor es zu Steuererhöhungen kommt. Dabei wäre es natürlich möglich gewesen, ohne Steuererhöhung, durch Abbau von Subventionen in bestimmten Bereichen tatsächlich das jetzt zu finanzieren. Da fehlte aber beiden großen Parteien der Mut. Das war eines der, wie ich fand, eigentlich bezeichnenden Erfahrungen aus den Sondierungsgesprächen mit der Union, dass man sich an keine einzige Subvention auch nur ranmachen wollte. Weil man eben niemanden verprellen will. Also der große Wurf ist da nicht gelungen. Aber man streitet sich über diese PKW-Maut. Zitiere mal Ralf Stegner, SPD-Landeschef in Schleswig-Holstein, jetzt auch Teil dieser großen Koalition, möglicherweise bald der nächste Generalsekretär der SPD, der sagt, wenn diese Maut kommt, dann müssen schon Ostern und Weihnachten auf einen Tag zusammenkommen. Ja, ich finde, die Einschätzung ist richtig. Sie wird ja auch geteilt von der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Klöckner. Die hat das nur anders formuliert. Diese Maut kommt ja nur, so ist das im Koalitionsvertrag festgelegt, wenn sie die deutschen Kraftfahrer nicht mehr belastet, wenn zusätzliches Geld reinkommt, ja, und wenn die EU einverstanden ist, also wenn es rechtlich möglich ist in der EU. Also das sind 3 Hürden, über die muss man erst mal wegkommen. Und Herr Ramsauer hat es ja während der Koalitionsverhandlungen nicht geschafft, als Verkehrsminister einen Plan dazu vorzulegen. Sein ganzes Ministerium war nicht in der Lage, einen konkreten Vorschlag zu machen. Also insofern vermute ich, dass Herr Seehofer, übel wie er ist und wie er mit Menschen umspringt, wahrscheinlich dann lieber Herrn Dobrindt zum Verkehrsminister macht und der soll dann die PKW-Maut beerdigen und Herr Ramsauer dann als Landwirtschaftsminister. Also das wäre ein übliches CSU-Spiel, wie man mit den Leuten geht. Verstehe. Das heißt, Sie gehen davon aus, dass diese
dieses ganze Getöse um die Maut, das ist jetzt nur gemacht worden, damit Horst Seehofer sagen kann, na schau mal, kommt doch, ich habe ja, gesagt, ohne Maut darf ich nicht nach Bayern zurück. Placebo-Politik oder Gesichtswahrungspolitik, dass die CSU sagen kann, wir haben das durchgesetzt, ja, denn sonst hätte ja Seehofer nicht unterschreiben können nach eigenen Worten, sonst hätte er heute die Unterschrift verweigern müssen. Also es war insofern ein Unterschriftserleichterungsprogramm, sagen wir mal so. Wohl wissend, dass das wahrscheinlich nie funktionieren wird. Ja gut, also die einen lügen sich so in die Tasche und die anderen so. Also das, ich bin ja auch kein Prophet, ich weiß nicht, wie es am Ende ausgeht, aber ich glaube nur, dass es extrem schwierig ist und dass die Geschichte mit Ostern und Weihnachten auf einen Tag nicht ganz falsch. So, und die Mindestlohn, auch so eine Geschichte. Die SPD, die sagt, Mindestlohn müssen wir auf jeden Fall haben, sonst können wir bei unseren Mitgliedern an der Basis, brauchen wir erst gar nicht mehr weiter ankommen. Aber das ist sehr trickreich gemacht. Also offiziell wird dieser Mindestlohn flächendeckend, die erst 2017 dann in Kraft treten, wirklich flächendeckend. Wie alle hier politisch sehr versiert, gebildet wissen, 2017 wird Angela Merkel nicht mehr antreten. Wie ist dann ja, raus? Das ist ja zum 1. Januar 2017. Also insofern, nein, ich glaube einfach, das ist der Kompromiss. Die CDU wollte ihn ja auf keinen Fall, die SPD wollte ihn sofort. Also ist es der Kompromiss, er kommt mit einem gewissen Verzögerungseffekt, aber er kommt. Und es gibt diese vorgeschaltete Tarifkommission, also es bleibt ein Vorschlag gemeinsam von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, das wird in die Hände dieser Kommission gelegt und am Ende wird der Gesetzgeber nicht den Lohn bestimmen, sondern nur den von der Kommission vorgeschlagenen Lohn gesetzlich flächendeckend festlegen. Dieses Verfahren finde ich gut, das ist ein vernünftiger Kompromiss und alles andere, dass sich das jetzt etwas verzögert, dass natürlich auch Praktikanten ausgenommen sind beispielsweise, ja, also das sind Dinge, damit kann man leben. Die SPD, finde ich, hat auf jeden Fall mit Verzögerung einen flächendeckenden Mindestlohn durchgesetzt. Gut, aber Praktikanten haben doch auch ein Recht auf eine ordentliche Wohnung, müssen doch auch irgendwo ihr Essen kaufen. Ja gut, fragen Sie mal bei einigen Fernsehsendern nach, was da die Praktikanten bekommen. Die würden also mit 7 Euro oder 6 Euro, wären die schon gut bedient. Ja, das ist wahr, aber das macht die Sache nicht besser. Herr Trittin, dieser Mindestlohn, ist das wirklich ein Sieg für die SPD? Würden Sie das auch so verbuchen? Ich halte das für richtig. Es ist bizarr jetzt, dass diejenigen, die nicht in tariflich gebundenen Bereichen arbeiten, 8,50 Euro ab 2015 bekommen, aber die Gewerkschaften in anderen Bereichen Löhne darunter bezahlen können. Da wird man wahrscheinlich noch viel drüber nachdenken müssen. Aber im Kern ist es richtig, dass wir in Deutschland eine Lohnuntergrenze haben, aus dem einfachen Grund. Wir haben ja de facto eine Lohnuntergrenze. Das ist der Regelsatz für das Arbeitslosengeld II, auch Hartz IV genannt. Und der führt eben dazu, dass wir im erheblichen Ausmaß Steuergelder in die Hand nehmen müssen, um Arbeitsverhältnisse aufzustocken. Wir kennen solche Lohnuntergrenzen, sei es tariflich, sei es gesetzlich in fast allen Staaten Europas. Und insofern beenden wir hier eigentlich nur eine Sonderrolle, die Deutschland lange gemacht hat. Und insofern ist das ein wichtiger Schritt, den die Große Koalition jetzt auf den Weg gebracht hat. Jürgen Trittin glaubt, dass die Basis zustimmen wird. Was denkt Michael Spreng? Ja gut, ich kann ja auch nur denken oder glauben, wissen kann man es nicht. Also es wird sehr schwierig, weil es ganz offenbar in der SPD eine Reihe von Fundamentalisten gibt, ja, in der Mitgliedschaft, die auch sehr aktiv ist. Und die Aktiven, die dagegen sind, gehen ja eher zur Abstimmung, als die, die dafür sind. Ist ja bei anderen Abstimmungen auch so. Darf da nicht jeder mitmachen, auch wenn ich mich jetzt morgen erst anmelde zum Beispiel? Da müssen Sie die SPD fragen, aber letzte Woche hat es noch gereicht, glaube ich. Ich glaube, es gibt einen Anmeldeschluss und der ist jetzt überschritten. Ist gerade überschritten. Ja, ja. Haben Sie sich angemeldet noch rechtzeitig? Ich bin Mitglied der Grünen, ich würde aus den Grünen ausgeschlossen werden. Nein, aber was? Aber so ich möchte auch Mitglied der Grünen bleiben. Möchten Sie wirklich, ja? So wie die mit den umgesprungen sind. Mit der SPD tauschen. Ja. Nein, die SPD hat natürlich, dieser ganze Mitgliederentscheid ist ja in sich völlig widersprüchlich. Es ist ja schon absurd, dass eine Partei, die ihren Kanzlerkandidaten und ihr Wahlprogramm durch einen Parteitag beschließt und nicht im Mitgliederentscheid, anschließend aber das Ergebnis der Wahl einem Mitgliederentscheid unterwirft. Das passt schon vorne und hinten nicht zusammen. Das Zweite ist, dass natürlich, dass die Minister jetzt nicht genannt werden sollen. Das zeigt auch die Angststarre der SPD-Führung vor ihrer eigenen Basis. Was ist denn die Idee dahinter? Aber die Wähler, entweder ist ihre Basis mündig zu entscheiden, dann kann sie nicht nur über Inhalte entscheiden, sondern auch über Personen. Aber sie kann doch nicht einerseits mündig sein und für Personen aber unmündig. Also die Idee ist doch ganz einfach. Wenn man jetzt Minister benennt, dann benennt oder Ministerin, dann benennt man ja auch welche, die es nicht werden. Und das, wo die SPD-Führung am meisten Angst vor hat. Jetzt ist es so, dass alle in der Führung sagen, wir finden den Koalitionsvertrag okay. Also das Drittel von 75, das da verhandelt hat, die sind alle in die Pflicht genommen. In dem Moment,
wo ich bestimmten Leuten sage, also du hoffst zwar Ministerin und Minister werden, es ist ja so, dass sich mehr Menschen ministrabel finden, als am Ende Minister werden, fürchtet man, dass das die Anführer eines Widerstands sein müssen, den es bisher nicht gibt. Und deswegen möchte man das nicht machen. Das ist ein Stück, wie ich finde, Feigheit. Ich finde, solche Debatten führt man mit offenem Visier. Dann kann man sie auch übrigens gewinnen. Das ist die Erfahrung, die wir aus mehreren Mitgliederentscheiden gemacht haben. Das ist ja schiefgegangen. Das ist eigentlich eine irre Geschichte, dass man da so ein... Wenn das schiefgehen würde mit dem Mitgliederentscheid, das ist ja eigentlich nicht vorstellbar. Insofern glaube ich am Ende auch, dass wahrscheinlich die Vernunft sich durchsetzt. Aber wenn der schiefgehen würde, dann wird die gesamte SPD enthauptet. In dieser Verhandlungskommission waren ja alle. Da waren alle Ministerpräsidenten, die gesamte SPD-Führung. Die können ja kollektiv zurücktreten. Die SPD kann die nächsten zwei Legislaturperioden vergessen, wenn dieser Mitgliederentscheid in die Hose geht. Also insofern... Da lacht der Trittin. Es vielleicht doch eine Mehrheit gibt, aber nichtsdestotrotz finde ich es immer noch absurd, dass am Ende 47.000 SPD-Mitglieder darüber entscheiden, wie dieses Land regiert. 470.000, ne, sind es schon. Nein, ja, es reichen bei einem Quorum. Ich finde auch schon das Quorum viel zu niedrig. Es müssen sich nur 20% beteiligen. Das zeigt, welches Vertrauen die SPD in das Engagement ihrer Mitglieder hat, wenn sie nur mit von 20% ausgeht. Und davon muss die eine Stimme mehr als die Hälfte zustimmen. Das sind 47.000 Leute. Und das finde ich, das ist ein bisschen lächerlich. Wir sind die mächtigste Industrienation Europas. Wir sind ein wichtiger Spieler. Das heißt, 47.000 Leute nehmen eigentlich ganz Deutschland in Geiselhaft. Ja gut, nicht in Geiselhaft, das finde ich jetzt den falschen Ausdruck. Aber sie haben den Stichentscheid, wenn man so will. Ja gut, aber man muss schon sagen, die Mehrheit der Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen kann ja hingehen. Die Erfahrungen, die wir mit solchen Entscheiden gemacht haben, die über die Sache gingen, sind eigentlich so, dass eher die Beteiligungen höher sind. Also ich will jetzt nicht von den Grünen auf die SPD schließen, aber wir hatten beim Mitgliederentscheid über die Spitzenkandidatur über 60% Beteiligung. Und ich vermute, dass bei einer Frage, die so existenziell ist für viele Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten, auch mehr als die 20% hingehen. Rechnerisch ist das richtig, was Herr Spreng gesagt hat. Aber das muss man sich klar machen. Wenn man solche Instrumente will, dann wird man niemanden zwingen können, dieses zu machen. Und wenn ich die Regelungen zu Volksentscheiden in vielen Bundesländern auf kommunaler Ebene sehe, so sind solche Quoren, die Sie da genannt haben, nicht ungewöhnlich. Da schaffen Sie in manchen Bundesländern, haben Sie in Kommunalsatzungen, werden Bürgermeister auf so einer Ebene gewählt. Das ist so. Man kann niemanden zwingen zu demokratischem Engagement. Man kann immer nur dafür werben und am Ende überzeugen. Ist ja prinzipiell eigentlich auch eine richtige Herangehensweise. Was denkt der mutmaßlich nicht SPD-Wähler, wenn ich die Farbe der Socken gerade betrachte? Ich dachte mir, wenn der Boden schon rot ist, werde ich ja wohl grüne Socken anziehen. Also das ist sozusagen rot-grün. Rot-grün. Aber überwiegend blau. Rot-grün mit überwiegend blau, ja. Ja. Ich bin ja froh, dass ich keine schwarzen Socken mehr habe. Ja, es wäre... Na, wenn es rote Socken wären, wäre es schwierig. Na, wenn ich drei Beine hätte, dann hätte ich drei verschiedene Paar angezogen. Aber so dachte ich... Wir wollen das nicht weiter vertiefen. Das wäre auch zu weit. Genau. Aber was denkt denn der Wähler Max Rabe über das, was da passiert gerade? Ich höre sehr interessiert zu. Und finde es auch erstaunlich, dass letztendlich dann die Mitglieder der SPD sagen, ja, wir machen eine Koalition und nicht... Oder nicht. Das finde ich schon erstaunlich, weil es haben ja doch wesentlich mehr Leute gewählt, als Mitglieder in den Parteien sind. Das finde ich halt auch. Und das Gefühl haben viele im Moment, dass man da im Grunde so zum Spielen... Ich verstehe natürlich auch, dass die kleinen Leute alle mitnehmen möchten und sagen, hier, guck, wir haben das jetzt gemeinsam entschieden und so. Aber ich habe viel mehr Fragen, als dass ich was dazu sagen könnte. Ich bin ja froh, dass hier Leute sitzen, die von der Politik Ahnung haben. Und ich würde gerne dazu. Welche Frage haben Sie denn an Herrn Trittin? Oh, das... Nein, ich habe jetzt momentan tatsächlich keine Fragen an den Grünen. Sarah, hast du gewählt? Nee. Du hast einen österreichischen Pass, ne? Ja. Hast den Deutschen nicht auch gleichzeitig? Nein. Aber 14 Tage danach in Österreich gewählt? Auch nicht, weil ich schon so lange nicht mehr in Österreich bin und es mir ein bisschen unverschämt vorkäme, wenn ich jetzt als Auslandsösterreicherin den Österreichern sage, wen sie... Ich bin das ganz stark am Schwanken immer, weil
wie du ja schon gesagt hast, Demokratie ist ein hohes Gut und das sollte dann auch jeder auf seine Art unterstützen. Aber ich finde, ich unterstütze schon bestimmte Vorstellungen, politische, schon sehr stark nach meinen Möglichkeiten. Zum Beispiel die von Jürgen Trittin. Zum Beispiel ernährungspolitische oder so. Ökologische, mit denen ich privat 100% dahinter stehe. Veggie und das Day? Geht nicht um parteipolitische Parteien, sondern wer... Veggie Day, Sarah? Ich bin, glaube ich, der größte Verfechter des Veggie Days, weil ich halte das für eine absolute Verblödung von den Menschen, ihnen zu sagen, einmal in der Woche vegetarisch zu essen wäre... ein Verlust an Genuss und Reichtum und Vielfalt, wenn wir doch jeden Tag in der Kantine irgendwas vorgesetzt bekommen, von dem wir keinen Einfluss nehmen können. Ja. Vegetarisches Essen ist so schmackhaft und vielfältig und würde dann auch noch den Tieren zugutekommen und der Ernährungsgerechtigkeit und der Ökologie, sodass es überhaupt keinen Sinn gibt, nicht einmal darüber zu diskutieren und zu sagen, wollen wir nicht uns was Gutes tun und der Umwelt damit auch? Aber dieser ist absolut klar, was dahinter steht. Aber dieser Veggie Day, Herr Spreng, Herr Trittin hat eben schon gelacht. Das ist ein Wahnsinn, was sich an dem alles entzündet hat. War das der Anfang vom Ende? Ja, ich will das nicht überbewerten, aber es fing ja mit der Bild-Zeitung an. Die Bild-Zeitung hat zu einem willkürlichen Zeitpunkt, da war das Programm, glaube ich, schon lange verabschiedet, diesen Veggie Day auf Seite 1 hochgezogen. Ja, Grüne wollen Fleisch in der Kantine verbieten oder so ähnlich war der Tenor damals. Und das hat dann nach dem journalistischen Herdentrieb heutzutage hat das dann die gesamte deutsche Medienszene erfasst, ja. Und plötzlich das war sagt das der Richtige, sagt. Nein, ich habe gesagt, sagt der Journalist. Ja. Der Journalist, Entschuldigung. Und plötzlich war das ein Riesenthema. Das Problem war nur für die Grünen. Das Thema fiel halt auf fruchtbaren Boden, weil viele Leute das Gefühl hatten, die Grünen wollen uns ohnehin unsere Lebensweise immer mehr vorschreiben, ob das jetzt berechtigt oder unberechtigt, lasse ich dahingestellt. Aber das Gefühl war von, die wollen uns immer mehr vorschreiben, von Tempo 120 über das Nichtrauchen bis zum Essen. So, und jetzt ist Schluss. Ja, und das war natürlich ein ideales Thema auch für alle Wahlkampfredner der gegnerischen Parteien. Ja. Rainer Brüderle hatte plötzlich Dem hat es ja nicht viel genützt. Ja. Aber Frau Merkel hat das ja auch in jeder Wahlkampfrede gehabt und so weiter. Das war dann plötzlich ein Riesenthema. Obwohl, muss ich sagen, ich verstehe ohnehin die Aufregung nicht. In den meisten Kantinen gibt es heute schon die Auswahl zwischen Fleisch, Fisch oder vegetarisch oder Gemüse. Also insofern scheint es mir kein zentrales Problem zu sein. Aber offenbar war das so ein kleiner Nerv. Punkt, wo man glaubte, jetzt hat man die Grünen gewissermaßen symbolisch erwischt. Oder so. Herr Spreng, Sie haben gesagt, es war höchste Zeit, dass Jürgen Trittin abtritt. Ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen harsch, weil Herr Trittin ja heute im sanften Altersmodus ist, wenn man so will. Ja. aber wir kennen ja auch einen anderen Jürgen Trittin aus den letzten Jahren, den Wahlkämpfer, auch den, der hart auftritt, bisweilen arrogant, bisweilen auch mit dem erhobenen Zeigefinger. Ich erinnere mich an vielen Talkshows, wo er so da saß. Also es gibt ja den anderen Jürgen Trittin. Heute ist mehr der Mensch da und nicht der Spitzenpolitiker. Und der Spitzenpolitiker aber, muss ich sagen, der hat eine Art der öffentlichen Darstellung gehabt, an der sich halt viele Menschen gestoßen haben. Ich auch. Also das geht mir um die Attitüde, ja? Die Attitüde, ja. Wussten Sie das, Herr Trittin? Ich muss immer damit leben, dass Menschen mich beurteilen. Ich war jetzt etwas verwundert. Ich habe ja eine Entscheidung getroffen, auch wo ich gesagt habe, es wird wahrscheinlich eine große Koalition geben. Wir werden 2017 einen Wahlkampf machen müssen. Und diesen Wahlkampf werden wir mit anderen Menschen machen müssen. Vielleicht auch mit einer anderen Attitüde. Aber ich will den nicht machen. Weil ich habe das jetzt zweimal gemacht. Ich weiß, was das ist. Ich weiß auch, was das an Strapazen und Härte und Verhärtungen. Es gibt ja diesen von Wolf Biermann so eine schöne Liedzeile, die genau darauf abhebt, dass die Härte dann auch zu inneren Verhärtungen mitführen kann. Und deswegen habe ich gesagt, ich mache das nicht nochmal. Haben Sie sich da manchmal selbst im Weg gestanden, würden Sie sagen? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Grünen mich deswegen ja mit einem sehr guten Ergebnis in den Wahlkampf geschickt haben, ja, weil sie genau das wollten, nämlich in einer schwierigen Situation Menschen, die zu den politischen Inhalten auch in aller Deutlichkeit stehen. Das ist Ihr dritter Besuch hier bei uns in der Sendung. Ne? Wir haben Sie in ganz unterschiedlichen Phasen erlebt. Wir haben Sie erlebt in der Dreiteilerphase. Da saßen Sie hier, eigentlich wieder kommende Finanzminister.
Und da war es auch nicht möglich, mit Ihnen ein nettes, plauderiges Gespräch zu führen, weil Sie wollten Finanzminister werden an dem Abend. Und das haben auch alle so. Sie wollten, dass ich das wollte. Ich wusste, dass Sie das wollen. Und deswegen haben wir Sie zum Finanzminister gemacht. Dann hatten wir ein zweites Gespräch, da haben wir ein sehr, sehr schönes persönliches Gespräch geführt, ist noch gar nicht lange her. Und ich glaube ja, dass der Politik etwas fehlt, wenn so Typen mit Ecken und Kanten, so wie Sie, plötzlich nicht mehr da sind. Trotzdem die Frage, wie ist das eigentlich, wenn man fast immer alles besser weiß? Ich weiß nicht, ob ich immer alles besser weiß. Man ist ganz ernsthaft. Ja, ich habe das jetzt auch nicht als böse begriffen, aber ich glaube nicht, dass man mit der Hybris leben sollte, immer alles besser zu wissen. Aber Sie sollten, wenn Sie in der Politik, insbesondere einer kleinen Partei, was haben Sie auf Ihrer Seite? Sie haben ein paar Initiativen auf Ihrer Seite, die sind aktiv und rührig. Aber in der Regel stehen Sie in vielen Fragen, beim Klimaschutz, beim Verbraucherschutz, gegen riesige Verbände und oft auch gegen eine ganz breite Common Sense, eine öffentliche Meinung. Wie können Sie die überwinden? Die können Sie nur dadurch überwinden, dass Sie sich in vielen Dingen einfach darum bemühen, die besseren Argumente zu haben. Das ist der Weg, die Bürgerinitiativen, Umweltinitiativen, Verbraucherinitiativen immer gegangen sind, oft belächelt. Über die Fragen. Vor 30 Jahren hat man uns für verrückt erklärt. Wie gesagt, man kann mit Sonne Strom erzeugen und das führt auch zu relevanten Einspeisemengen. Und das hat man einfach und so weiter, alles bestritten. Mhm. Und deswegen besteht der Grundansatz für eine Politik, so wie wir sie verstehen, sozial, ökologisch, darin darauf zu setzen, in vielen Fragen die besseren Argumente zu haben. Ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich war ja 7 Jahre Umweltminister. Wir hatten ja ganz viele sogenannte Ressortabstimmungen. Ja. Da traf man dann immer auf das Wirtschaftsministerium. Die kamen immer gleich in Kompaniestärke, so Abteilungsleiter, Unterabteilungsleiter. Und bei mir kamen dann häufig 2 Menschen, dann auch noch oft Frauen, nicht mal Unterabteilungsleiter, also Referenten. Und trotzdem haben wir viele Ressortabstimmungen gewonnen, einfach weil wir die besseren Argumente hatten. Ja, Sie hatten die hübscheren Frauen. Nein, wir hatten die besseren Argumente. Ja. Und das war genau der Kern dessen, wie wir da Politik machen. Und das ist der Hintergrund. Das führt dann dazu, dass man gelegentlich als etwas besserwisserisch oder mit dem erhobenen Zeigefinger da. Aber Sie waren. Sie sind aber heute, muss ich wirklich mal sagen, also ich bin ganz fasziniert. Ja. Gerührt. Gerührt. Also selbst älteste Beobachter der Grünen können sich kaum an einen so gelassenen, milden Jürgen Trittin erinnern, muss ich sagen. Also das ist, man merkt irgendwie, dass sie gerade dabei sind, so diese Deformation professionell des Politikers abzustreifen. Oder aber es ist nur eine Phase, lassen wir uns überraschen. Also. Diese Milde tut Ihnen auf jeden Fall gut. Trotzdem letzte Frage, Herr Trittin, wenn man sehr viele Dinge auf seiner Habenseite hat. Also Sie waren derjenige, der das erneuerbare Energiengesetz maßgeblich vorangebracht hat. Wird gerne immer vergessen. Sie waren derjenige, der diese unsäglichen Blechdosen mal weggeschafft hat, dafür viel Häme und Spott zu ertragen hatte, als DJ Dosenpfand und alles, was da noch so kam. Sie waren derjenige, der sich mit der Atomlobby, mit der Autoindustrie, mit vielen, vielen anderen angelegt hat, mit mächtigen Kräften und die auch alles dafür getan haben, Sie als Boomer der Nation regelmäßig dastehen zu lassen. Sie haben das alles ertragen. Jetzt aber hat Sie Ihre eigene Partei fallen lassen, wie eine heiße Kartoffel. Tut das weh? Ich lebe im Frieden mit meiner Partei und meiner Fraktion. Weil unabhängig von dem, was andere gedacht haben, mir vor der Wahl und manche, unter anderem der Herr Hofreiter, der jetzt Fraktionsvorsitzender ist, wusste, dass ich immer gesagt habe, ich mache nicht noch mal den Spitzenkandidaten. Und wenn wir in der Opposition landen... Das war ja nicht die Frage. Tut das weh? Nein, ich habe nicht den Eindruck, dass... Herr Bütikofer hat sich gemeldet. Ja, Joschka Fischer hat sich gemeldet. Ja, und trotzdem sage ich, am heutigen Abend sollten wir lieber dem Joschka alles Gute wünschen, der wohl mit ernster Erkrankung in Teheran ausgerechnet wegen Herzbeschwerden behandelt werden musste. Das ja, das alles Private so, jetzt mal weggelassen, aber... Will ich an der Stelle... Ja, haben Sie recht. Aber ich muss wirklich sagen, also er hat ja vorhin davon gesprochen, dass er mal in einem japanischen Kloster war, aber wohl nur als Kurzbesuch. Aber er scheint irgendwie kurz vor dem Eintritt in ein buddhistisches Kloster zu stehen, muss ich sagen. Also ich muss wirklich sagen, ich erkenne Sie nicht wieder. Ja.
Aber ich lebe da ohne nachtragend. Aber die große Chance ist vorbei. Ne? Sie waren so kurz davor. Ja, wir haben für eine Wahl gestritten. Wir wollten dieses Land regieren. Und wir haben, sind dann mit weniger als beim letzten Mal, mit einem unzweifelhaften Niederlage, immerhin noch drittbeste Ergebnis in unserer Geschichte, aber war halt nicht das, was wir versprochen haben, nach Hause gegangen. Und dann ist das wie beim Fußball. Da muss man gelegentlich auch mal eine neue Mannschaft oder einen neuen Trainer auf den Platz schicken. Sagt er, und ich glaube trotzdem, er hätte einfach nur durchziehen müssen, die Nerven behalten. So wie Sigmar Gabriel, dann wären Sie jetzt wahrscheinlich in einer schwarz-grünen Koalition. Und das konnten sich auch viele sehr gut vorstellen. Sie haben zu früh gezuckt, das war das Problem. Sarah Wiener ist bei uns, die, weil das Stichwort Japan gerade gefallen ist, in Japan unterwegs war, ne, für die Kollegen von Arte. Auf Schweinejagd in Japan. Ja, unter anderem. Habt ihr ein vegetarisches Wildschwein gejagt oder was habt ihr da gemacht? Nein, ich habe da bei einer Wildschweinjagd teilgenommen in den hintersten, wildesten Wäldern in Südjapan. Aber das war ein kleiner Teil von ganz vielen anderen Abenteuern. Und habt das Wildschwein wie erlegt? Ist der Japaner nicht, an sich rücksichtsvoller mit dem Schwein als der Deutsche? Oder? Also das war extrem... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, beeindruckend, um es mal neutral zu sagen, weil ich so etwas noch nie gesehen habe. Da war so ein, der Jäger war so ein 62-jähriger, kann man sagen, japanischer Robert Redford-Verschnitt, sah ziemlich gut aus. Da war so seine japanische Jägerkumpanei, stand da in grünen Military-Anzügen, aber alle hatten knallorangene Westen an und knallorangene Mützen, was ich schon sehr merkwürdig fand. Und verpflichtet mich eben dann auch so orange anzuziehen. Und dann dachte ich, na servus, das wird was werden. Die haben ja gar keine Ahnung, erst mal so ungefähr. Erst verstecken und dann so Signalfarben. Und dann meinte er, ich soll mit ihm mitkommen, ob ich denn gut bei Fuß wäre. Und ich so, ja, nur zu. Also den 60-Jährigen stecke ich locker in die Tasche, von wegen. Und da hat er zwei kleine Hunde gehabt, die gingen mir vielleicht bis zum Knie. Die hatten einen GPS-Sender bekommen, dann hat er die losgelassen, dann haben die Fährte von einem Wildschwein aufgenommen. Ich kann ja kein Japanisch, also habe ich nicht wirklich alles verstanden, hinterhergehetzt. Das Team haben wir verloren, die kamen gar nicht mit, hatten wir dann aber am Ende wiedergefunden zum passenden Zeitpunkt. Und das gipfelte darin, dass diese Hunde dieses Wildschwein gestellt hatten, sich links und rechts am Ohr festgebissen haben. Und Herr Redford auf Japanisch zückte ein Messer und stieß das ins Herz von dem Wildschwein. Und das war wirklich beeindruckend. Also erstens mal, weil es natürlich für die Hunde und für ihn selber hochgefährlich waren, dass ich so etwas selber noch nie gesehen habe. Und dass ich ja gar nicht darauf gefasst worden bin, dass man also auch so wild erlegen kann. Das war schon sehr, sehr beeindruckend. Jetzt muss man aber sagen, dass sie das nicht aus Spaß machen oder aus Mordgier, sondern dass diese Felder so wild sind und die wohnen da so schutzlos und haben kleine Reis- und Gemüsefelder, die natürlich dann in dieser Wildnis von den Tieren überrannt werden. Und da die Japaner traditionell nicht viel Wild essen, gibt es eine Prämie sogar vom Staat für jedes erlegte Wildschwein oder für den Hirschen. Also für die ist es auch existenziell, da das Wild in irgendeiner Weise in Schach zu halten, was ich mit der Methode nicht wirklich sehe. Ja? Ja. Aber das war schon, aber holla die Waldfee. Ne? Japan, hochinteressantes Land, werden wir gleich noch von Max Rabe hören. Du sagst in deinem neuen Kochbuch, kochen kann jeder, Sarah. Wie kommst du darauf? Ja, weil Kochen ist ja ein Handwerk, das im Prinzip jeder lernen kann. Natürlich auf verschiedenem Niveau. Und dann kommt es darauf an, was du wie, wann kochen können willst und darfst und musst. Bei dir zu Hause, wie läuft es denn da? Dein Mann, ja? Peter? Ja, der kann auch ein bisschen kochen. Kocht er? Aber den lasse ich nicht so oft ran. Aus Selbstschutz oder weswegen? Na, weil das so schön ist, wenn ich, durch Kochen kannst du ja so einfach Liebe transportieren und jemandem was Gutes tun. Und wenn jemand nicht so gut kochen kann, dann ist er ja so beeindruckt, wenn du ihm was Tolles machst. Und dann sagt er, boah, du bist meine Heldin. Ja, verstehe. Und ich koche eben sehr, sehr gerne und ich... Das heißt, du schenkst ihm Essen, er schenkt dir Dankbarkeit und Liebe, ja? Genau. Ist das der Deal? Ja, so muss man das sehen. Genau.
Sehr gut. Und das Tolle ist ja, also um nochmal einen Link zum Veggie-Date zu machen, wenn du am Herd stehst, kannst du dich natürlich selber befüttern und bist auf niemanden angewiesen und musst dich fremd füttern lassen. Und sehr interessant auch in dem Buch nachzulesen, wie günstig es auch ist, weil das auch immer wieder ein Argument ist, das vorgeschoben wird und man sagt, naja, also man muss schon darauf achten, dass jeder sich Essen leisten kann, auch Bio-Essen leisten kann, ist viel zu teuer. Da wird mit sehr vielen Vorurteilen aufgeräumt. Ich habe selber neulich eine Suppe gemacht aus, was war das denn, eine Möhrensuppe aus relativ teuren Bio-Möhren und habe aber festgestellt, wenn du das mal umrechnest und die Portion mal dir anschaust, die dabei rauskommt, dann kostet dich diese Suppe deutlich weniger als jede Fertigpizza. Und es ist schmackhaft und es nährt dich und das duftet so gut, wenn du die richtigen Zutaten nimmst. Und die Frau nimmt es als Liebe. Frau nimmt es auch als Liebe, ja, unbedingt. Ja. Weißt du, ich wollte so ein Buch machen, von dem man den Leuten, die wirklich noch nicht am Herd gestanden sind oder nur partiell, Mut machen, einfach erstmal Klassiker zu machen, die du nirgends findest, aber dann auch nicht so ein wahnsinnig schweres Kochlexikon, wo du dann als Laie davor stehst und sagst, oh Gott, also das ist ja nichts für mich. Sondern einfach so spielerisch einfache, leichte, köstliche Rezepte zu machen und sagst, das will ich jetzt auch. Wo wir gerade über das Thema sprechen, Sarah, über die Frage, was muss gutes Essen kosten, wie teuer kann das sein? Dann ist das auch deshalb glaubwürdig, wenn du das beschreibst, weil du jemand bist, der weiß, wie sich die andere Seite auch anfühlt. Eine Seite deiner Biografie, die ich gar nicht kannte. Lass uns mal vorne einsteigen. Du hast mal gesagt, ich bin eine Nörglerin und ich nerve auch viele Menschen, auch meine Freunde. Woher deswegen kommt? Werde ich nie Politikerin. Also was du da ertragen musstest in diesen Jahren, das hätte ich, da wäre ich ja durchgedreht, wirklich. Woher kommt das, dass du glaubst, dass du den Leuten auf die Nerven gehst? Also ich glaube, es kommt daher, dass ich zwei Lehrer als Großeltern habe. Die sind so, da liegt so ein bisschen das schulmeisterliche Element in meiner Familie, stelle ich fest. Mich stört das selber manchmal, aber ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Du gehst dir selber auf die Nerven? Naja, nee, ich gehe mir natürlich nicht auf... Manchmal gehe ich mir auch auf die Nerven, aber ich versuche mich mit mir selber zu versöhnen, weil es nutzt ja nichts. Ich muss ja mit mir auskommen. Ja, es hilft. Aber manchmal denke ich mir nachher, in dem Moment merke ich es ja nicht, aber nachher denke ich mir, ach, halt doch deine Klappe oder wieso kannst du das nicht netter sagen? Aber wenn man sich diese Biografie mal anschaut, dann stellt man fest, dass es ganz viele Punkte in deinem Leben gibt, an denen du tatsächlich deinem sturen Kopf, so nenne ich das jetzt einfach mal, nachgegeben hast und auf Biegen und Brechen das Ding durchgezogen hast. Selbst dann noch, als du gemerkt hast, das ist total daneben, das führt völlig ins Abseits. Mm. Naja, wo denn? Zum Beispiel, als du aus dem Internat abgehauen bist. Mhm. Warum hast du das gemacht? Du warst im Internat. Ja. Warum bist du da raus? Das ist aber schon eine längere vorher, weil ich weil ich eine schlechte Schülerin war, weil ich, also jetzt von heutigen Standpunkt, damals habe ich es natürlich noch ein bisschen anders gesehen. Im Prinzip habe ich gewusst, so auf diese faule Art und Weise werde ich das Abi nicht schaffen. Und das hat jetzt eine lange Vorgeschichte. Ja? Ich war auch ein trauriges und leicht melancholisches Kind und war anders als alle anderen. Und wenn du dann so im Internat bist, dann wirst du natürlich schon sehr in so einer Gruppe, wo du dann nicht hin kannst und am Nachmittag dir deine eigene Welt kreieren kannst, sondern du bist auf Biegen und Brechen mit 16 Kindern zusammen. Mhm. Und wir hatten auch also einen Schlafraum. Heute ist das ja gar nicht mehr so. Da schliefen eben 16 und wir hatten eine halbe Stunde Freizeit, da durften wir zu zweit rausgehen. Also es war schon eher so moderner Knast. Und dann ist das schon so, dass du natürlich dann nochmal ganz anders in der Konfrontation oder mit anderen zu tun hast. Und ich war eben immer so ein Träumer, ein Kind mit einem starken Willen. Ich habe immer widersprochen. Ich habe aber auch den Lehrern nicht geglaubt, was die mir erzählt haben. Ja, das, und dann merken die dann ja. Auch der Mathematiklehrer. Also weit bin ich nicht gekommen, weil ich einfach zu unfähig war, da irgendwelche Formeln auswendig zu lernen. Ja, eins und eins ist zwei, das ist alles relativ, sagte Einstein. Ja. Das heißt, du bist dann da raus und hast die Schule praktisch selber abgebrochen, beendet.
Richtig. Du bist geflüchtet. Ja. Ich dachte, nein, das ist alles nichts für mich. Ich werde eh nicht da. Was mache? Was will ich denn studieren? Ich will doch mit diesen ganzen Dödels sowieso nichts mehr zu tun haben. Was will ich denn? Ich will mit der Flöte an den Bergen in Südfrankreich mit meiner Herde von Schafen gegen den Sonnenuntergang ziehen. Solche Vorstellungen hatte ich. Und weil ich nie mit jemandem gesprochen habe und nie das verifiziert habe, dachte ich, das wäre wirklich eine ernsthafte Möglichkeit. Das heißt, du träumtest von einer Existenz als panflötenspielende Schafhirtin in der Provence. Das war die Idee. Und bist dann dahin? Du bist dann mit zwei weiteren Mädels? Nee, das war dann danach. Ich bin dann zur Longomai tatsächlich hin, nach Südfrankreich. Und habe da wirklich, bin da zur Schafherde gegangen. Und habe dann gemerkt, das ist gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Weil das ist ja richtig viel Arbeit. Noch früher aufstehen, richtig ackern. Und irgendwie lauter so körperlich schwere Arbeit und dann die Schafe impfen und ich weiß nicht was alles. Und dann bist du trotzdem immer mit anderen Leuten zusammen. Eigentlich war das ja so meine Flucht. Ich brauche euch alle nicht. Ja. Ja? Also nur die Schafe, die Panflöte und du. Genau, ja. Die Schafe werden mich lieben. Und dann habe ich gemerkt, das ist nichts nach ein paar Monaten. Und dann habe ich mich nicht nach Hause getraut. Und dann habe ich gedacht, okay, ich entdecke jetzt Europa und ich ziehe jetzt mal durch Europa und entdecke die Welt. Und wussten deine Eltern, wo du bist? Nee. Also die dachten, ich wäre noch Schäferin. Dann hatte ich aber kein Geld und bin zum Boom-Internat und habe da drei Freunde überredet, mit mir abzuhauen, die kurz vorm Abi standen. Weil mit dem Argument, man kann ja nur vor der Volljährigkeit abhauen. Das ist eine einmalige Chance in deinem Leben, etwas zu überleben, was du nur noch in diesem Jahr machen kannst. Also vor 18. Genau. Weil danach wird es juristisch relevant. Genau, danach ist es ja nichts Besonderes. Es ist nur noch eine Reise. Ja jeder, ab 18 sucht dich ja keiner mehr. Ja, super. Das ist ja Wahnsinn. Das heißt, du hast drei junge Buben. So Vier. Der eine ist aber in Bologna umgedreht. Die anderen drei sind dann mit mir nach Sizilien, wo wir am Strand gelebt haben. Und der eine ist jetzt übrigens, also, wenn du mich hörst, lieben Gruß an meine Jungs da. Er hat mir unlängst eine Mail geschrieben nach Jahrzehnten und gesagt, unser Jubiläum jährt sich. Wir müssen da mal wieder hin, weil das war die intensivste und tollste Zeit, die er je gehabt hat. Hat dann auch, war aber so ein Intelligent, die haben alle das Abi dann nachgeholt. Nachgemacht. Bis auf einer. Und das ist schon, war eine ganz intensive und tolle Zeit. Wovon habt ihr da gelebt? Man muss sagen, vom Dorf. Ja, wir konnten alle. Was heißt denn vom Dorf? Das war ein kleines Dorf in Sizilien. Ich meine, das ist jetzt fast 35 Jahre her. Es ist alles verjährt, was du jetzt erzählst. Nein, ich möchte sagen, leider weiß ich, also kenne ich ja niemanden mehr, aber wie rührend und reizend diese Leute da waren. Es hat sich zwar keiner gefragt, wie diese Teenager auf einmal an diesen Strand kommen. Ja, es wäre auch niemandem eingefallen, die Polizei zu rufen. Aber sie haben gemerkt, wir haben kein Geld, wir haben nichts zu essen. Dann sind die erst mal gekommen und haben uns einen Ofen gebaut auf dem Strand und haben uns dann ein Zelt hingestellt und eine Matratze und haben uns immer irgendwie was zugedrückt. Also wir sind dann irgendwie so, eine einzige Straße war das, hin und her gegangen und haben alle besucht und sind da gesessen. Und da wir uns ja nicht unterhalten könnten, haben wir uns immer nur zugelächelt. Und wir haben zurückgelächelt. Das war ganz toll. Ja. Hattest du sehr viele italienische Verehrer? Nein, ich glaube nicht. Also da waren eigentlich nur Witwen, die waren alle schwarz. Ach so. Schwarz gekleidete Witwen. Schwarz gekleidet, ja. Weißt du, damals. Ja, ja. Es waren auch so ein paar Männer, das war ja auch ganz schwierig, aber es war eine ganz intensive und tolle Zeit. Es kommt mir so vor, als wäre das in einem anderen Leben gewesen. Irgendwann möchte ich noch mal hin. Nach Sizilien, ja. Ja. Damals schon eine Nähe zum Kochen gehabt? Hast du damals schon dich mit dem Thema beschäftigt? Ja. Nein, so nicht, aber ich habe schon immer eine Nähe zum Kochen gehabt. Ich habe mich schon als Hippie, als 15-Jährige beschwert über Hormone im Fleisch, ja? Ohne dass ich irgendetwas gewusst hätte. Mhm. Und ich habe schon als 8-, 9-Jährige aufgehört, Cola zu trinken, weil damals hat man gesagt, Cola macht süchtig.
Und süchtig oder und die Leber frisst den Magen auch, genau, auf und genau. So. Ja, ja. Und dann dachte ich mir, na, mit mir nicht. Ja, also ich habe das nie wieder gegessen. Genau, halt mal ein Stück Fleisch in der Cola, ja. Am nächsten Tag und ist dann es weg. Blubbert so, was eher Blödsinn ist. Aber mir war nicht einsichtig, warum ich etwas trinken sollte, was ein pures Kunstprodukt ist. Wasser angereichert mit Phosphorsäure, Zitronensäure, Zucker und Farbstoffen in Plastikflaschen. Die ja dann auch noch, wo das Bisphenol A rein diffundiert, was man mir dann teuer verkauft, damit Großkonzerne verdienen. Das war mir irgendwie so nicht so klar, aber instinktiv habe ich mir gedacht, nee, das könnt ihr selber trinken. So, du wähntest dich also auf der Seite der Richtigen, der Gerechten, derer, die... überhaupt nicht. Ich wähnte mich nur auf einer Seite, nämlich auf meiner. Ich wusste ja gar nicht, dass es noch andere gibt, die dafür eintreten. Aber auf jeden Fall ein sehr rebellisches, ein rebellischer Teenager und ein harter Schnitt. Irgendwann sitzt du dann mit Anfang 20 in Berlin, bist schwanger, wirst Mutter, bist alleinerziehend und hast keinen Job. Und erlebst dann das, was viele, viele andere auch leider Gottes immer noch erleben, nämlich den Weg, den harten Weg in die Arbeitslosigkeit. Und du sagst, das ist etwas, das ich keinem wünsche und das allein schon deswegen nicht gut ist, weil die Tatsache, dass du vom Staat Geld nehmen musst, hilft dir zwar dabei, deine Wohnung zu bezahlen und irgendwie auszukommen, aber in Wahrheit macht es dich zu einem völlig abhängigen, schwachen und zu nichts mehr zu gebrauchenden Menschen. Das ist ein harter Satz. Warum? Weißt du, es war was anderes. Bevor ich meinen Sohn bekommen habe, habe ich ja manchmal so gejobbt oder mich so durch das Leben geschnorrt. Ich habe mich so jung gefühlt und dachte, es liegt alles vor mir. Und ich war auch so überzeugt, ich bin so ganz toll und was Besonderes. Und schlagartig mit der Geburt von meinem Sohn habe ich gedacht, jetzt kann ich nicht mehr jobben. Ja, also ich kann ja nicht meinen Säugling irgendwo ablegen. Ich habe aber auch keine Ausbildung. Ich weiß nicht mal, wie man sich bewirbt. Und ich habe auch gar keine Zukunft, weil ich ja nie was gelernt habe. Und ich wusste nicht, woher ich die Windeln kaufen soll oder irgendwas zum Essen. Und auf einmal bin ich dann zum Bittsteller gegangen über diesen von mir geschmähten Staat und habe mich eingereiht mit anderen Menschen, die in ähnlicher Situation waren, die ich eigentlich immer verachtet habe. Ja? Ach, jeder, der nichts auf die Reihe kriegt und sozial will ich doch nicht. Und ich bin ja so toll. Und dann musste ich mir sagen, was ist denn an mir so toll? Oder was ist an mir Besonderes? Und war ganz dankbar, dass es sowas gab wie die Sozialhilfe, weil mich das wirklich also existenziell gerettet hat. Und wenn, ich komme aus einer armen Familie, wenn du weißt, wie das ist, wenn du jeden Monat nicht weißt, was du kaufen sollst und wie du die Miete für den nächsten Monat zahlen musst, das ist ein Stress, ein geistiger, das kann man sich, wenn man da nicht drin war, kaum vorstellen. Ja. Und natürlich wird dir der erstmal genommen, dadurch, dass du jetzt ein Existenzminimum hast. Auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass das wöchentlich und monatlich mein Selbstwertgefühl, mein Selbstbild schwerst beschädigt. Ja, dieses Abhängigsein und auch noch als junge Frau und immer abhängiger zu sein, weil du das dann einfach mal als gegeben hinnimmst und der eigentlich dann auch nicht mehr diesen Druck hast, selber dich rauskämpfen zu müssen, weil du kriegst ja dann das Minimum gezahlt und weißt aber gleichzeitig, du bist in Abhängigkeit und scheinbar vertraut dir auch keiner und glaubt auch keiner und hilft dir auch niemand zu sagen, ey, Mädel, krieg den Hintern hoch, hier hast du einen Kindergartenplatz und du kannst das und mach das und so. Das war eine der schwierigsten und intensivsten Erfahrungen und, glaube ich, hat mich auch mal ein Stück endlich erwachsen werden lassen. Was wäre denn die Konsequenz für dich daraus? Jetzt mal auch als jemand, der einem Spitzenpolitiker gegenüber sitzt. Was ist die Konsequenz daraus? Dass man Leuten, die etwas machen können, weil sie gesund sind, weil sie jung genug sind, sagt, pass auf, ich gebe dir dieses Geld nicht mehr, sondern ich würde keinen 20-jährigen Sozialhilfe zahlen. Also, es sei denn, er ist krank oder er ist wirklich also in einer Situation, hat einen Säugling und kann sich ja nicht bewegen, wie das auch bei mir der Fall war. Ich würde es begrenzen und ich würde sagen, wir müssen diesen Leuten einen Job und wurscht, was es ist. Also du musst dann das Gefühl haben und stolz sein zu können, darauf zu arbeiten. Und ich würde das Geld in die Armen und in die Kranken investieren, aber das ist meine Erfahrung. Ja, es gibt vielleicht andere, die haben ganz andere Erfahrungen. Ich sage,
Ich war nach 2 Jahren so klein mit Hut und nur durch viel Glück und durch viel, durch Freunde, die mir, durch Fremde auch, die mir geholfen haben und dadurch, dass ich dann zu einer Kindergärtnerin gegangen bin und da in Tränen ausgebrochen bin, bin ich da so wieder rausgekommen und ist mir die Hand gereicht worden. Mhm. Aber wenn ich nicht so jung gewesen wäre und dann gesagt habe, jetzt kneif den Hintern zusammen und du lässt dich da jetzt nicht demoralisieren und du machst jetzt was. Ich glaube, ich wäre heute noch Sozialhilfeempfängerin. Also es ist ein sehr ehrliches Wort und ein interessanter Gedanke. Das ist ja, wie ich finde, eine der Bestätigungen des Gedankens. Ich bin kein Freund des sogenannten bedingungslosen Grundeinkommens, weil das genau dazu führt, dass man Menschen in so einer Situation verharren lässt. Es gibt Menschen, auch junge Menschen, die unverschuldet arbeitslos, die auch Qualifikationsmängel, keine vernünftige Berufsausbildung oder Schulausbildung haben. Oder in der falschen Gegend leben zum Beispiel. Ja, auch weil sie in der falschen Gegend leben. Denen muss man ein Angebot machen. Aber ich bin nach wie vor der Auffassung, dieses Angebot muss man auch mit neben der Förderung mit Forderungen verbinden. Ja. Also, und zwar eine Chance geben, selbstständig zu werden und immer wieder den Druck auch an dieser Stelle zu machen, dies zu tun. Das ist der wesentliche Unterschied, weswegen ich sage, bedingungsloses Grundeinkommen, das schließt ganz viele Menschen aus der Gesellschaft aus. Wir müssen Menschen die Chance geben, wieder an der Gesellschaft teilzuhaben. Das ist der wesentliche. Selbstwertgefühl ist das Stichwort. Weißt du, ich komme aus der Gastronomie, was ein ganz harter Job ist. Und wir suchen permanent Spüler, Küchenhilfen, Leute, die eine harte Arbeit machen. Und so oft hören wir, selbst wenn uns vom Arbeitsamt Leute gesagt haben, ich arbeite doch nicht, ich mache doch den Job nicht nur, weil ich 200 Euro mehr kriege, als wenn ich gar nichts mache. Solche Sätze kommen dann? Ja, ganz oft. Und, was verdienen die denn pro Stunde? Kriegen die 8,50 Euro Mindestlohn? Wenn ich 8,50 Euro im Spüler zahlen würde, Mindestlohn, dann, ich weiß es jetzt nicht, wir zahlen über Tarif, aber dann würde ein Schnitzel das 2-3-fache kosten. Also das ist jetzt eine andere Diskussion in der Gastronomie. Ja, aber es ist interessant, das mal zu hören. Also das heißt, der kriegt 5 Euro oder 6 Euro? Nee, oder? Der kriegt, also ich weiß es jetzt nicht genau, da müsste ich jetzt mal meine Geschäftsführer anrufen. Ich habe als Tellerwäscher 300 Mark im Monat bekommen. Wir sind jetzt nicht, das ist jetzt nicht da. 14 Stunden gearbeitet. Weil wir, Frage wann? Aber ich 14. Aber das ist so auf jeden Fall so schlecht bezahlt, dass du, dass die Sozialhilfe, heute Hartz IV, wo du nichts machen musst, ja, dieser Sprung, den du mehr verdienst, offensichtlich die meisten Leute nicht ködert, dann lieber zu arbeiten und stolz auf die Arbeit zu sein und nützlich für die Gesellschaft zu sein. Oder eben auch also die Kraft verloren haben, zu sagen, ich krieg's noch mal auf die Reihe. Ganz interessanter Gedanke, den wir da eben gehört haben. Und gerade die Sache des Selbstwertgefühls, etwas, was auch viele Arbeitspsychologen längst bewiesen haben. Ja, ich möchte ja sagen, es ist ja die Chance zu sagen, geh bitte nicht auf. Ja, die Leute, die jetzt zu Hause arbeitslos oder da, gebt nicht auf. Es gibt eine Zukunft. Man muss es selber in die Hand nehmen, weil es wird sonst keiner für euch tun. Und das ist etwas, was man irgendwie... Sarah Wiener, Max Rabe ist bei uns. Der sagt, ich höre bei Politik lieber ein bisschen zu. Hätten Sie jemals gedacht, dass Sie mit Ihrer Stimme eine Art Popstar des Chansons werden können? Natürlich nicht, nein. Das war ein ganz großer Glücksfall. Ich habe halt Musik studiert, wollte an die Oper und eigentlich hatte ich immer so ganz komische Vorstellungen, habe aber die Oper und die Musik geliebt. Und wie das dann endlich sein wird, wenn ich fertig bin mit dem Studium, da habe ich mir so genau vielleicht keine Gedanken machen wollen. Aber schon während des Studiums hat sich das so entwickelt zu dem, was es jetzt ist. Also es war im Studium, als ich das Stück Kein Schwein ruft mich angeschrieben habe. Und da hatten wir auf einmal zu tun. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich gehe doch nicht in die Oper. Ja. Das werden jetzt auch einige Ministerkandidaten sagen. Ja. Dass sie nicht an die Oper gehen. Nein, dass sie kein Schwein anruft. Ja. In welcher Verfassung waren Sie damals? Also anders. In welcher Situation muss ein Mensch sein, der so ein Lied schreibt? Kein Schwein ruft mich an. Na, mir ging's blenden. Nein, das war ein Spaß. Wirklich, wirklich ein Spaß. Und ich hatte mehr Vergnügen, die Worte Schwein und Sau so zu singen, als sei das Schönste auf der Welt. Ja. Daran fand ich eher den Reiz. Also ich bin nach Hause gekommen, der Anrufbeantworter
blinkte mit Nullen. Und dann warf ich meine Tasche in die Ecke und habe schon keinen Schwan, ruf mich an, keine, mit der Melodie gesungen und dachte, ach, da könntest du ja mal ein Stück draus machen und sowas dann noch. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Ja. Sie sind in Japan auch unterwegs, mittlerweile weltweit nicht mehr unterwegs? In Japan ist schon längere Zeit her, dass wir dahin gefahren sind. Man darf nicht vergessen, wir sind 13 Leute, dann sind noch die Techniker dabei und irgendwann entscheiden wir uns, entweder nur dahin zu fahren oder dahin und dort auch. Inzwischen fahren wir mehr in die Vereinigten Staaten und nach England oder in die, nach Schweden, Norwegen und Finnland. Japan ist doch sehr weit und dann gibt es wenige große Städte, die dann eigentlich, also das ist dann immer so eine Rechenaufgabe. Und nach einer Zeit hat man dann ein paar Sachen ausprobiert und muss dann überlegen, wie man mit seinen Kräften haushaltet. Aber es gibt ganz köstliches Bildmaterial. Max Raabe mit dem Palastorchester auf großer Japan-Tournee und sogar japanisch singend. So klingt das dann. Bitte schön. Super. War das Lautschrift, ja? Oder sprechen Sie japanisch? Nein. Ich habe ein paar Moderationen, die ein bisschen komplexer waren, habe ich abgelesen. Einige habe ich auswendig gekonnt. Aber die Stücke selbst habe ich dann in Japanisch gesungen. Natürlich, ich weiß, was ich da singe in dem Moment. Aber ich habe natürlich von der Sprache und von der Grammatik keine Ahnung. Es klingt absolut genial, auf jeden Fall. Die Japaner haben sich sehr gefreut. Und die Zeitungen schrieben dann, da muss erst ein Deutscher kommen aus Europa und uns erzählen oder uns zeigen, was wir für schöne Lieder in unserer Sprache haben. So, also die Sachen sind da eben auch ziemlich in Vergessenheit geraten. Wir hatten so eine kurze Phase in den 20er, 30er Jahren, in der sie sehr europäisch, für japanische Uhren sehr europäisch komponiert haben. Ja, und finde ich, gehört einiges an Chuzpe auch dazu, wenn man sich traut, vor so einem Publikum sich hinzustellen. Lebensgefährlich, wenn man es genau nimmt, aber ja, es ist gut einen japanischen Witz zu erzählen, von dem man gar nicht genau weiß, was man da jetzt eigentlich vorträgt, ne? Weil man die Sprache nicht versteht. Ich wusste ja genau, was ich in dem Moment sage und habe dann wirklich Wort für Wort alles übersetzt mit jemandem, der fließend japanisch kann. Nein, da überlasse ich nichts dem Zufall, das ist im Grunde wie im Deutschen auch. Ja. Sie sind mit 18 nach Berlin gekommen, ne? Ja. Kommend woher? Aus Westfalen. Aus Westfalen. Und die große Frage, die sich immer stellt, ist, wenn man Max Raabe so erlebt, wie wird man so? Also wird man in so einem Anzug schon geboren? Mit Einstecktuch? Also meinen Eltern kann man keine Schuld geben, aber... Wer war's? Ich kann mich erinnern, dass ich... meinen Kommunionanzug wirklich sehr lange getragen habe. Lange heißt. Und immer schon Vergnügen daran hatte. Also meine Freunde von früher sagen, du warst schon immer so. Also im Grunde hat sich das alles drumherum ein bisschen verändert. Aber meine Haltung und so wie ich bin, war ich offensichtlich schon früher, schon in der Schule. Wann haben Sie das letzte Mal bewusst eine Jeans getragen? Ich weiß nicht, ich glaube, wann waren die BC Tirolers in? 76, 77, so was, sowas? Ja, das muss so irgendwann in den 70er Jahren gewesen sein. Ja. Und wie Sie jetzt schon direkt wieder dahin fassen, um sich zu vergewissern, dass auf gar keinen Fall eine Jeans an Ihrem Körper ist. Nein, ich habe keine Jeans an, um Gottes Willen, nein. Ja. Nee, ich finde Jeans... ich habe gar nichts gegen, also das sieht ja toll aus. Aber im Winter ist es zu kalt und im Sommer finde ich sie zu warm. Das ist eine Frage der Bequemlichkeit einfach. Letztendlich. Da muss noch mehr dahinter stecken. Also, was ist das Lebensgefühl? Es ist kein Lebensgefühl. Also der größte, also man kann ja, Lässigkeit kann man sich nicht mit einer Jeans kaufen. Und man hat, wenn man eine Jeans hat, nicht automatisch ein Lebensgefühl von James Dean. Die größten Spießer haben eine Jeans und die coolsten Leute haben eine Jeans. Also es ist alles möglich. Und wenn ich sage, ich möchte keine oder mir gefällt das nicht, keine Nietenbuchse, dann ziehe ich sie nicht an. Nietenbuchse. Die sich gleich schön machen. Super. Und Max, da kommt ja noch was dazu. Irgendwann muss dann dieser Stock in Ihren Körper gerutscht sein, dieser Gehstock. So eine gewisse, sagen wir mal, Hüftsteifheit auch. Oder also nicht? Nein, ich bin schon ziemlich gelenkig, aber alles zu seiner Zeit. Sie verbergen das sehr geschickt. Ja, nein, ich bin ein Exzentriker vor dem Herrn, gerade auf der Tanzfläche. Aber beim Singen finde ich, ist es schön, wenn man einfach steht und singt. Und ich habe es dann auch
anfangs nur so gemacht. Manchmal habe ich so die Hände so festgehalten. Das habe ich dann nach und nach weggelassen, weil die Leute gesagt haben, das ist ja toll, sie stehen einfach nur da und singen. Und dann habe ich gedacht, na sicher, ist mir noch lieber. Dann habe ich mich einfach nur hingestellt und gesungen. Weil jede Gestik eigentlich, es wiederholt sich ja auch immer alles. Ist reine Bequemlichkeit einfach. Letztendlich schon, ja. Damit man nicht so ein Schwitzen gerät. Ja, oder Unsicherheit. Gerade zu stehen ist viel schwieriger, als sich irgendwie festzuhalten. Eben. Ich glaube auch, da muss man sehr selbstbewusst sein, das so durchzuziehen. Ich weiß das, weil mein ersten Programm, wo ich mini so sicher war, was kommt als nächstes oder wie geht der Text, da habe ich schon eher mal meine Hand so selbst gegriffen. Das war so in den 90er Jahren, als ich mit dem Solo-Programm angefangen habe. Da habe ich, was, um Gottes Willen, was kommt als nächstes? Ich habe ja nie die Texte vor Augen, sondern die rollen sozusagen vor dem inneren Auge ab. Und wenn ich dann den Text kann, habe ich meine Hände hängen gelassen und das wurde gutiert und dann habe ich das beibehalten, weil es im Grunde auch mir am besten gefällt. Weil es ein Markenzeichen ist und das zweite Markenzeichen ist sozusagen die sag mal, Inhalt und Darbietung so auf gar keinen Fall miteinander passen zu lassen. Daraus entsteht diese sehr... So könnte man es beschreiben, aber eigentlich denke ich mir, die Texte sind so stark, dass man sie nicht groß bebildern muss. Und wenn sie gut artikuliert sind, braucht man dazu gar nicht mehr viel zu tun. Das stimmt. Wobei, wenn ich jetzt an so Lieder denke, und das werden wir jetzt gleich hören, wie Sexbomb von Tom Jones. Zum Beispiel. Da hat man natürlich schon Bilder vor Augen. Das ist ein starkes Bild. Das nicht, was soll man denn da groß bitte an Gesten machen? Das kann ja nur unpassend. Genau. Und deswegen, lass einfach weg und dann sieht es nämlich so aus. Max Rabe bei der Arbeit. Was habt ihr mit eurer ersten Gage gemacht? Die erste wirkliche Gage, die ich zum Beispiel mit meinem Pianisten, mit dem wir in Berlin so kleine Auftritte hatten von 20 Minuten, die haben wir sofort an einem Abend auf den Kopf gehauen. Das waren allerdings, es waren immerhin 200 oder 300 Mark. Und da sind wir essen gegangen in das teuerste Restaurant und haben alles bestellt, was es gab und die tollsten Sachen gegessen. Es war am nächsten Tag sind wir also am Abend rausgegangen und hatten nichts mehr und waren die glücklichsten Menschen auf der Welt. Aber das war die erste bezahlte Mucke in Berlin. Irgendwann 1987. Aber es ist doch ein tolles Gefühl, oder? Wenn man merkt, das, was ich eigentlich vorhatte, nämlich ein berühmter Bariton zu werden, das kann ich mir abschminken, aber ich kann trotzdem sehr gut davon leben und wahrscheinlich besser als die meisten Bariton Sänger, die es so gibt. Ich hatte halt ich habe den Liedgesang immer. Der Grund, warum ich zur Musik gekommen bin, war eigentlich waren die Schubert und Schumann Lieder. Mhm. Und dachte, na ja, gut, davon wird nicht reichen. Also die Oper liebst du auch, dann bist du halt Opernsänger. Aber ich konnte mir nie vorstellen, wie ich mit einem Helm auf dem Kopf dicke Frauen anbrülle. Ja. Und das, was ich jetzt mache, kommt diesem Schubert und Schumann-Lied, ein Vortrag, vielleicht jetzt nicht beim kleinen grünen Kaktus, aber im Großen und Ganzen sind sehr viele Stücke, die einfach eine kleine Geschichte erzählen, auf 3 Minuten kleine Geschichten erzählen. So, und Frauen ist das Stichwort. Jetzt die Zusammenarbeit mit einer ganz großartigen Produzentin, Annette Humpe, bereits zum zweiten Mal ein Album zusammen gemacht. Ja, genau, das erste war Küssen kann man nicht alleine. Und dann 2 Jahre später haben wir dann Für Frauen ist das kein Problem herausgebracht. Für Frauen ist das kein Problem. Sind Sie ein Frauenversteher? Klar. Ich verstehe sie immer weniger. Ja. Das ist ein Schicksal, dass wir alle teilen. Ich gebe mir Mühe. Und mit Annette Humpe habe ich gedacht, begreife ich mehr. Aber ich lerne schon. Die sind anders, ne? Ja. Es gibt einen schönen Textauszug. In dem Song Kleine Lügen heißt es, du fragst mich, Schatz, bin ich zu dick? Nein, prima, sage ich, alles schick. Du fragst mich, Schatz, hat's denn geschmeckt? Ich sag, lecker, war perfekt. Kleine Lügen tun nicht weh. Kleine Lügen sind wie Honig im Tee, wie ein Sahnebaiser und sie machen das Leben leichter. Das heißt, wir wollen beschissen werden, ja? Ja. Das Lügen in Beziehungen, muss man ja sagen, oder Lügen an sich ist natürlich verwerflich. Aber es geht hier um die Diplomatie im Alltag, dass man einfach sagt, Liebling, es war lecker. So, darum geht es und nicht irgendwie, das steckt dir
woanders hin. Ich kann es nicht essen oder so. Man muss dann einfach mal sagen, es ist lecker, mein Liebling, und beim nächsten Mal geht man dann essen. Das Problem ist, Frauen sind nicht so schlicht, die merken sich das alles. Und das kommt hier, da. Und dann geht es direkt wieder los. Wenn man so viel über Frauen singt, wir werden auch gleich ein schönes Lied hören aus dem neuen Album mit dem schönen Titel Für Frauen ist das kein Problem. Folgen die einem dann auch? Also ich meine, jetzt gibt es dann Erlebnisse, die man manchmal hat, die gar nicht so schön sind mit Frauen? Aufdringlich? Ach so, ja, ich will, aber niemand, ja, es gibt's natürlich. Es war früher ein bisschen doller, es hat sich ein bisschen beruhigt, glücklicherweise. Aber es gab schon sehr hysterische Erscheinungsformen. Ja. Beispiel? Ich möchte, nein. Die Geister nicht mehr wachrufen. Nein, das ist dann aber, das geht ja nie um einen selber, sondern um irgendwas, was man da hinein projiziert. Mhm. Und das kann ich einfach nicht liefern. Und das wird dann aber auch irgendwie nach einer Zeit, muss man das dann eben einsehen. Also, Max Rabe. Nein. Alles gut. Das ist sehr respektiert. Für Frauen ist das kein Problem. Ein wunderschöner Text, den wir gleich hören. Wer hat den geschrieben? Sie? Mit Annette zusammen, ja. Aber wir wissen selber dann meistens an der Zeit gar nicht mehr, von wem welche Zeile ist, aber schreiben die Sachen zusammen und gucken, was am passendsten ist und was man rausschmeißt. Wir werfen viel mehr weg, als wir dann letztlich übernehmen, weil wir unglaublich streng sind mit unserem Zeug. Sie werden sich hier im Saal und auch Sie sich zu Hause, Sie werden sich an der einen oder anderen Stelle wiedererkennen, bin ich mir ganz, ganz sicher. Das Lied ist eigentlich auch eine Gebrauchsanweisung für Männer. Darüber, wie Frauen wirklich ticken. Bevor wir gleich rübergehen ans Klavier, bedanke ich mich zunächst mal sehr, sehr herzlich bei Michael Spreng für den Besuch bei uns in der Sendung. Herzlichen Dank. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Sarah Wiener für ein sehr offenes Gespräch über eine nicht ganz so leichte Zeit. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei einem buddhistisch geläuterten Jürgen Trittin. Herzlichen Dank, Herr Trittin. Alles Gute für das, was jetzt so ansteht. Und ich bedanke mich bei Max Rabe.